Hilfe naht heute auf dem Traktor. Ich bin nämlich heute im hohen Norden unterwegs. Genauer gesagt in Comperfeen. Ja, der will gar nicht ausgehen, das Ding hier, ne? Ich fahre heute nicht zur Ponderosa, sondern zur Oma Rosa. Die hat mir nämlich geschrieben. Und Oma Rosa wohnt genau hier. Rosa, Sie haben mir einen Brief geschrieben. Deswegen bin ich heute hier. Und Sie haben gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Was ist denn das Problem? Das Problem ist unser Uwe. Der legt alle Leute rein, die er kennt. Und der müsste das auch mal zurückhaben. Haben Sie noch mehr Kinder als den Uwe? Ja, 10 weitere Kinder. Nochmal. 3-mal Zwillinge. Sie haben 11 Kinder insgesamt? 11 Kinder, ja. Wow. Und wie alt ist der Uwe? Der Uwe ist 47. Also jetzt auch schon aus der Phase raus, wo man sagt, der macht so Lausbubenstreiche. Nee, da ist er noch nicht raus. Immer noch nicht? Nein, da ist er noch voll drin. Mit 47. Wohnt der in der Nachbarschaft hier in Norddeutschland? Nein, der wohnt in Bayern. Mhm. Ja, also ich könnte mir schon was vorstellen, was wir machen könnten, um den Uwe, vielmehr Ihnen, mal ein bisschen Spaß zu bereiten. Ich habe eine ganz gute Idee. Und ich bin der Meinung, und die Rosa glaube ich auch, der Uwe, der hat es richtig verdient. Der hat es auch richtig verdient. Der muss es knüppeldick haben. Auf einem kleinen Flugplatz in Bayern. Uwe Tiedeken hat einen Rundflug gewonnen. Es wird sein allererster Flug in so einer kleinen Sportmaschine. Hier warten schon die anderen angeblichen Gewinner des Preisausschreibens und die Crew auf Uwe. Das hier ist der Pilot. Das ist unser Lockvogel Olli. Und das ist Wolfgang. Auch für ihn ist es angeblich der erste Flug. Aber in Wahrheit ist er ein erfahrener Kunstflieger und Fallschirmspringer. Und da kommt Uwe. Hallo. Hallo, Wolfgang. Das ist der Herr Post, das ist unser Pilot. Hallo. Ja, bitte. Ja. Das heißt, dann können wir los, oder? An mir soll es nicht liegen. Viel Spaß euch. Ciao, bitte. Einfach hier hinten Platz nehmen. Ja. Vorsicht beim Einsteigen ein bisschen. So, Moment. So, dann der nächste bitte. So, auch hier bitte anschnallen. Ist ein bisschen. Ist keine Luxusklasse hier. Okay. Herr Müller, wenn Sie gerade drin sind, setzen Sie hier rein. Den Sitz kann man ein bisschen nach hinten machen, dann kommen Sie besser rein. Herr Wolfgang, wie fühlt sich das da vorne an? Gut, oder? Geil, geil. Das ist mein Lebenstraum. Ehrlich? Sowas. Ja, ja. Ich wollte schon immer fliegen. Aber bist du schon mal irgendwo mitgeflogen, oder? Ach, ein Segelflugzeug bin ich mal mitgeflogen. Okay. So. Ja. Aber ein Computer daheim, das glaube ich, ja, das macht richtig Spaß. Ja, ist cool. Sehr realistisch, die Computerdinger. Ja. Viele, die inzwischen, wir haben ja keine Kreuzungen. Ja. So, Herr Müller, dann machen wir mal die Türe zu. Einfach mal. Los. Ist die Richtung? Ja, das kann das nur machen. Er hört schon hin. So. Kann mich jeder verstehen? Ich verstehe. Ihr seid soweit, alles klar da hinten, oder? Ja, passt es. Geil, geil. Noch freut er sich, aber Mama Rosa freut sich auch schon. Und sie weiß warum. Toll. Da haben wir ja heute eine schöne Sicht. Ja, ist schön heute, ne? Alles gut da hinten. Ja. Und weil das Wetter so schön und die Sicht so gut ist, darf ausnahmsweise auch mal Wolfgang den Steuerknüppel festhalten und zum ersten Mal richtig fliegen. So, einfach mal so halten ein bisschen, genau. Können Sie ruhig mal ein bisschen. Ja, nicht zu stark. Und mit den Pedalen ist, wenn man links tritt, dann dreht sie auch links, ne? Wenn man rechts tritt, dreht sie rechts, ne? Darf ich mal probieren? Ja, klar. Nicht so stark, oh, ja, aber ja. Kein Problem. Wackelt ein bisschen.
Das ist ein bisschen sensibler, das Ganze, wie auf dem Simulator. Okay. Weil der Simulator muss erstmal rechnen. Ja. Okay. Also wenn ich jetzt drücke, dann geht die Nase runter. Gut, genau, ja. Okay. Okay, wieder loslassen. Okay, und wenn ich jetzt dann, wenn ich wenn dann Sie wieder leicht, ziehe, leicht ziehen, dann geht die Nase wieder hoch. Dann geht die Nase wieder hoch. Ja, genau. Ah, okay. Jetzt aber langsam. Und wenn ich jetzt wieder drücke, dann geht die Nase... Ah, okay, so geht das. Ja, ja. Aber das fühlt sich auf dem Computer nicht so schlimm an. Ach du Scheiße, mach mit hier. Was geht's los? Trinkt immer geradeaus weiter. Windshear. Ach du Scheiße. Ja, es war es durch den leichten Windshear. Windshear. Ach du Scheiße. Windshear. Ziehen helfen. Windshear. Ach du Scheiße. Das bringt nichts, weil die Arretierung oben drin ist. Ne? Ich guck, dass ich da rauslang. Langsam mal, ist da hinten ein Fallschirm drin? Gucken Sie mal. Windshear. Ja. Dann ziehe ich den Schwind an, weil da beuge ich mich raus, mache die Arretierung los und dann mache ich das. Windshear. Das ist halb so wild. Windshear. Und ich soll die jetzt nach innen ziehen oder was? Ah, leck mich am Arsch. Oh Mann. Und ich soll die dann. Ach du Scheiße. Keine Angst, unser Pilot ist wie gesagt auch ein erfahrener Fallschirmspringer. Hey, sei ganz locker. Ach du Scheiße. Ganz locker, Wolfgang. Ganz ruhig. Ah, leck mich am Arsch, ist ein Idiot. Du hast es vorher wunderbar hinbekommen, das kriegen wir hin. Warte mal, flieg einfach mal geradeaus. Ach du Scheiße. Komm, sag mal, wir hatten vorher mit Power gesprochen, wie geht das? Da vorne ist ein Mikro. Oh. Alle. Halt du dein Gesicht vorne! Ja, schau du geradeaus, du funkst! Ich halte die Türe zu! Die ist schon zu! Ja, aber weißt nicht, dass sie wieder aufgeht! Ach du Scheiße! Hier Burginfo, wer spricht, sind nur ganz leise zu verstehen. Ja, wir sind gerade von Nittenau gestartet und der Pilot ist jetzt aus dem Flugzeug rausgeflogen. Ach du Scheiße! Okay, und wer fliegt jetzt das Flugzeug? Der Kollege, der ist schon mal am Simulator geflogen, aber hat so weiter auch keine Erfahrung. Habe ich das richtig verstanden? Es fliegt im Moment kein Pilot. Nein, es fliegt kein Pilot. Fliegen Sie ganz ruhig erstmal geradeaus. Ich werde versuchen, Ihnen dann zu helfen. Nee, ihr könnt ruhig einen Tick drauflegen. Er hat es wirklich nötig. Also, super, Wolfgang, du machst es gut, Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, bleib erst mal, er versucht uns runter zu lotsen. Ganz ruhig bleiben. Wolfgang! Langsam. Und schau mal, dass wir Wiesen kriegen. Freies Feld. Langsam, Wolfgang, ganz ruhig. Ah, leck mich am Arsch. Ja gut, hier ruhig, aber wir müssen ja irgendwie wieder runterkommen. Ja, wenn ich den Ding nach unten drücke, dann geht's nach unten. Das ist kein Spaß. Mach jetzt keine großen Übungen. Jetzt erstmal ganz ruhig bleiben. Ja, ich mache ja gar nichts. Kannst ja selber fliegen, wenn du meinst, du kannst besser. Bleib gerade, Wolfgang. Langsam. Oh, mein Gott, nee, du. Da ist der Flugplatz. Oh, da ist der Flugplatz. Er sieht den Flugplatz. Da ist der Flugplatz. Ja. Oh. Wolfgang, super, aber wir sind dafür. Wolfgang, schau mal, dass du gerade bleibst, bitte. Wir sind ein bisschen schräg. Windshear. Ah. Ich glaube, wir sind auch zu schnell, Wolfgang. Ja, ich will den Bus mal. Okay.
okay, muss das Gas wieder rausnehmen. Ja. Langsam. Wir sind aber ein bisschen weit zu rechts. Du müsstest schauen. Langsam. Ja. Jetzt sind wir nicht mehr so schnell. Vielleicht probier's gerade mal. Ja. Setz einfach mal auf. Nein, das ist zu schnell. Ja. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich muss noch viel langsamer helfen. Ja. Warum sind noch keine Krankenwagen und so weiter da? Sind verständigt und stehen bereit. Soll man ins Wasser springen? Nein. Mach mal weiter, flieg noch eine Runde. Der ist viel zu kurz. So, jetzt haben wir mehr Klappen. Ich glaube, es müsste, wenn man mehr Klappen hat, dann wird sie langsamer. Hey! Fahren Sie ruhig. Weil jetzt ist. Wäre ich doch nicht mitgeflogen. Ja, ich glaube, jetzt ist genug. Sie kann ihn runterlassen. Wolfgang, super. Oh. Das ist auch scheiße. Oh. Ach du Scheiße, hält euch fest. Ja. Ah. Wolfgang. Oh, leck. Ich glaube, ich bin. Bremst ab. Ja, bitte, wo ist der Pilot? Der stand schon da. Was? Der stand schon da. Hallo, hey. Ja, Uwe. Ich wollte doch mal sehen, wenn du da oben bist, nicht? Nein? Und du wolltest doch immer mal im Verstehen sich Spaß, ja. Ne? Und jetzt bist jetzt du mit. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Was denn?